Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ostwind. Ich quäle uns jetzt erstmal wieder eine Weile, also was heißt eine Weile, also als Einstieg, das wollte ich sagen, denn... Frau Holle ist schon wieder auf eigene Faust unterwegs, Mika. Unglaublich. Ja, diese Kuh ist wirklich unglaublich. Wir sammeln jetzt erstmal Frau Holle ein, um dann hoffentlich endlich einen Haken dran machen zu können an die Quests, wo wir Frau Holle oder irgendein anderes Tier einsammeln müssen. Scheinbar ist sie aber in diesem Fall nicht irgendwie auf der Flucht vor uns, sondern scheint sich hier einfach irgendwo zu verstecken in diesem Bereich, den wir haben. Das heißt, es sollte eigentlich ein bisschen schneller gehen als zuletzt, beziehungsweise bei den Aufgaben, wo ich sie einsammeln muss. Es sei denn, ich bin einfach blind und sehe sie nicht. Was natürlich auch durchaus passieren kann. So, wir reiten jetzt hier mal nach rechts rauf auf die Wiese. Und da ist sie ja schon, oder? Danke, Mika. Ja. Archibald und Frau Holle sind wieder glücklich vereint. Ja, dann hoffen wir jetzt mal, dass sie auch glücklich vereint bleiben. Und nicht wieder irgendein Tier wegrennt, weil sich doch denkt, boah, nee, gar keinen Bock auf den anderen. Das, schon mal daran überlegt, dass es vielleicht auch das sein könnte. Oh, wir haben schon wieder zwei neue Aufgaben. Eine weitere Fotoaufgabe und eine Bonusaufgabe. Fotoaufgabe, ist das womöglich jetzt schon die letzte? Ist das Kunst? Ja, tatsächlich, es ist die letzte Fotoaufgabe, Leute. Im dunklen Wald, in der Nähe des Hofs des Ungarn, hat jemand einen grünen Smiley auf eine Hütte gesprüht. Finde die Hütte und fotografiere den Smiley. Eine Hütte in der Nähe vom Ungarn. Okay. Weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht, was das für eine Hütte sein könnte. Bin ich gerade überfragt. Wir müssen erstmal da hinten hinreiten. Also bis wir jetzt erstmal beim Ungarn sind, da vergeht schon mal eine ganze Weile. Und dann eiern wir da einfach mal so ein bisschen durch den Wald durch. Wir werden das wohl schon finden, denke ich. Da bin ich eigentlich ganz positiver Dinge und optimistisch. So, ihr Lieben, gucken wir doch jetzt mal. Wir sind jetzt eigentlich, finde ich, schon relativ schnell, relativ weit gekommen. Also irgendwie, ich habe irgendwie fast das Gefühl, ja, also natürlich, ich habe mich damals besonders lang mit den Schnitzereien rumgeschlagen und die habe ich ja jetzt auch noch nicht fertig. Da fehlen ja doch auch noch ganz, ganz viele. Also von daher kann ich jetzt eigentlich gerade noch gar nicht sagen, ich bin diesmal schneller, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt beim letzten Mal, dass wir mehr Zeit für das Spiel gebraucht haben, als es jetzt ist. Als wir jetzt brauchen. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass ich mich vertue. So, jetzt sind wir schon mal hier in der Nähe vom Ungarn. Da ist bestimmt auch irgendwo eine Schnitzerei, wenn man hier rumreitet. In dem Modus hier, wenn wir gerade eine Quest machen, dann können wir es ja leider nicht finden. So, hier. Wenn wir hier weiterreiten, ist da gleich irgendwo der Ungar. Da links von uns ist er. Wir sind jetzt schon auf der anderen Seite. Aber das ist markiert, die Hütte. Das heißt, wir mussten nur einmal den Weg hier hinfinden. Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und das war's dann auch schon. So, und da ist der grüne Smiley. Ist das Kunst oder kann das weg? Sehr schön. Besser als das meiste im Internet. Das ist wirklich ein schönes Foto geworden, Mika. Du kannst dir deine Ist halt die Frage, aber in dem Fall ist es jetzt für uns Kunst. Es ist ein relevantes Bild, für die Quest relevant zumindest. Okay. Damit haben wir jetzt auch hier alles abgeschlossen. Zack. Und es fehlt nicht mehr viel. Wir haben eine Bonusaufgabe. Frau Holle ist mal wieder ausgebüxt. Fangen Sie... Also irgendwie besteht 75% des Spiels aus. Frau Holle ist mal wieder ausgebüxt. Wenn ihr sowas mögt, dann kann ich euch das Spiel empfehlen. Ich muss aber sagen, ich finde es halt wirklich, also ich finde es eigentlich... Wir verlieren den Anschluss. Näher ran.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich fast ein bisschen peinlich für die Entwickler. Also mir wurde ja schon geschrieben. Danke, Mika. Ich habe gewusst, dass du mir helfen würdest. Das ging jetzt mal echt fix. Wenn Frau Holle nur nicht immer ausbüchsen würde. Ihr habt ja schon geschrieben, das war tatsächlich so, dass diese ganzen Verfolgungsquests in der Gold Edition reingekommen sind. Und ich persönlich, ich würde mir als Entwickler komisch vorkommen, wenn ich eine Gold Edition rausbringe, der damals noch keine Special Grafik gehabt hat. Es war ja einfach nur eine umfangreichere Version. Und wenn dieser mehr Umfang einfach nur aus Verfolge die blöde Kuh besteht. Also, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wäre es ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, das so zu veröffentlichen. Und das mit neuen Quests halt, umfangreicheren Quests zu bewerben. Ja, das mit den Polaroids, das ist komplett neu. Aber es ist im Endeffekt halt auch nur eine Sammelaufgabe. Es ist jetzt ansonsten nichts großartig mit Inhalt. Ich bin ein bisschen geschockt bin ich tatsächlich schon. Das lässt mich ein bisschen verwirrt zurück. So, wir gehen wieder ausreiten, denn wir haben jetzt, glaube ich, gerade nur noch im Ausreitmodus Quest, zumindest momentan. Ich glaube, wir schalten da dann auch noch die Quest mit, Es gibt mehr Arbeit. Ja, ich glaube, wir schalten da dann auch noch die Quest mit dem Buch frei wieder. Die, denke ich, nehmen wir direkt wieder über Gut Kaltenbach an. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Irgendwo hier hinten ist, glaube ich, der Feldweg. Habe ich jetzt gelesen. Wir haben ja im Moment, haben wir, glaube ich, hier auch nur eine Quest offen. So, wir müssen mal schauen. Irgendwo ist hier so eine Art Holztor. Da. Das ist der Feldweg. Geben wir Gas. Markierung Ostwind, so schnell wir können. Das ist der Feldlauf. Schafft man das sogar ohne einmal? Ja. Damit hätten wir da auch einen weiteren Erfolg abgeschlossen. Das hier haben wir schon gefunden. Das ist jetzt kein neuer Ort. Ich muss mal schauen, welche Orte wir schon gefunden haben. Da muss ich hier einmal irgendwo hin. Beim Flugplatz sind wir gewesen, beim See sind wir gewesen. Ich nutze das jetzt hier mal so ein bisschen aus wieder, dass wir Nacht haben und dadurch so ein bisschen besser sehen können, ob hier was glitzert, wo hier was glitzert. Da hinten glitzert auch was, das könnte was Größeres sein. Ist das eine Schnitzerei? Das ist eine Schnitzerei. Das dachte ich mir nämlich gerade schon, weil das so einen extrem großen Schein gehabt hat. Da rechts ist auch noch eine Schnitzerei. Und hier auch noch. Dann sind wir schon mal 94 von 120 Schnitzereien. Das heißt, wir brauchen noch 26. Das ist immer noch relativ viel. Das muss man erst mal finden. Aber wir kriegen das schon alles noch irgendwie hin. So, irgendwo hier rechts. Hier müssen wir, glaube ich, noch mal rein. Und dann gleich wieder links. Da hinten, das ist auch noch eine Schnitzerei. Irgendwo hier müsste auch der Monolith sein. Ah, ich weiß auch wieder wo, Leute. Der ist doch hier irgendwo. Merkwürdiger Zaun.
wohl dahinter ist? Hier. Was für ein seltsamer Stein. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist der Monolith. Und jetzt haben wir auch den Erfolg Forscher, weil wir alle Sachen gefunden haben, die es so zu finden gibt. Und ich weiß gar nicht, jetzt haben wir gar nicht mehr viel offen neben den Schnitzereien. Also ja, wir haben immer noch Aufgaben offen. 97 von 120. Also wir haben immer noch ein bisschen was zu tun. Das auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal hier hinten, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Schnitzerei ist. Ha, hier ist das letzte Polaroid. Siehste, das hatten wir auch noch offen. Der Fotograf. Haben wir das jetzt auch? Ja, cool. Sehr, sehr cool. Reiten wir jetzt hier mal noch ein bisschen den Weg ab? Noch ein paar Schnitzereien zu finden, wäre natürlich ganz cool jetzt. Aber es wird jetzt halt auch schon langsam wieder hell. Das ist keine Schnitzerei. Da oben leuchtet auch noch was, aber ich glaube, hier bin ich auch schon mal lang geritten mit euch, oder? Ja, das ist auch keine Schnitzerei. Wir reiten mal noch hier runter. Ich habe ansonsten tatsächlich auf einer Seite, dessen Namen, deren Namen ich vergessen habe, ich habe die mir abgespeichert, habe ich tatsächlich eine Map gefunden, wo alle Schnitzereien drauf sind. Das könnte uns mal noch ein bisschen helfen. Das sieht gerade ganz süß aus, so von vorne. Das könnte uns vielleicht mal noch ein bisschen helfen, wenn ich denn irgendwann gar nichts mehr finde. Also es wird auf jeden Fall schon deutlich schwerer. Wie gesagt, beim Flugplatz sind wir eigentlich überall gewesen. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig was finden werden. Reiten wir hier nochmal ein bisschen unten durchs Geäst. Was haben wir hier noch? Das ist auch keine Schnitzerei. Jakobskreuzkraut haben wir da wieder. Einen Fingerhut. Und jetzt sind wir im Endeffekt, jetzt sind wir wieder da, wo ich eben runtergekommen bin. Dem Weg hier folgend. Glaube ich. Hat da gerade noch irgendwas geglitzert? Nee. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Weg zum Aussichtspunkt, das brauchen wir alles nicht mehr, das haben wir schon gemacht. Nichts Neues mehr. Hier unten? Nee. Das war nur irgendwas. Irgendwas Kleines, was da so ein bisschen hier hochfliegt. Diese Partikel, die hier überall unterwegs sind. Ich glaube, es sind auch keine Glühwürmchen oder sowas. Irgendwas fliegt da einfach nur rauf.
Ja, und wie gesagt, es ist jetzt zwar doch noch relativ viel, was uns fehlt. Und man sollte eigentlich meinen, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, die übrigen Schnitzereien zu finden. Aber doch, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die alle zu entdecken. Weil dafür sind sie dann halt doch relativ klein. Und obwohl wir hier nur begrenzte Möglichkeiten haben, ins Dickicht zu reiten, gibt es hier auch doch einige Möglichkeiten, Items zu verstecken. Hier ist eine. Da haben wir nochmal eine gefunden. Jetzt fehlen noch 22 Schnitzereien, um alles zu finden. Ich glaube nicht, dass das da hinten eine Schnitzerei ist. Trotzdem gucken wir mal gerade noch eben vorbei. Oh, hier, das ist hübsch. Das sah echt schön aus, gerade so gegen das Mondlicht. Nein, auch das war keine Schnitzerei. Naja gut, ihr Lieben. Für heute verabschiede ich mich erstmal wieder. Beim nächsten Mal können wir ja dann hier die Quest machen, die da ist. Da werde ich dann zwar nochmal hinreiten, weil das mache ich jetzt nicht direkt im Anschluss. Aber ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!